Hallo zum Sport am Montag. Die Drittliga-Handballer des VfL Pfullingen sind mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison. Unter dem neuen Trainer Daniel Prag will man beim VfL nach 4 11. Plätzen in Folge eine neue Euphorie entfachen. Unterstützt wird er von Tobias Stoll, Michael Vielgratner und Tobias Fluck. Der Kader blieb soweit zusammen mit Lukas Fischer, spielte zuletzt unter Prag in Plochingen und auch schon beim TV Neuhausen. Nikolas Groß, ehemals TSV Neuhausen-Filder, und Manuel Bauer von der eigenen zweiten gab es nur 3 Neuzugänge. Die stellen wir Ihnen gleich vor. Zudem haben wir ausführlich mit Prag und mit Abteilungsleiter Armin Gefke über die neue Runde gesprochen. Ich bin Lukas, bin noch 21 Jahre alt, habe die letzte Saison in Plochingen gespielt, erfolgreich. Wir sind aufgestiegen in die dritte Liga, wie du schon erwähnt hast. Davor war ich ein Jahr in Erms. Und ich freue mich, hier zu sein. Ja, hallo, ich bin der Nikolas Groß. Ich komme aus Filderstadt Simingen und bin 22 Jahre alt und bin Torhüter. Und ich habe jetzt davor in Neuhausen-Filtern gespielt. Das ist bei mir um die Ecke gewesen. Und ja, das waren 2 Jahre, wo ich in Neuhausen gespielt habe. Warum jetzt der Schritt zum VfL? Ja, das war keine leichte Entscheidung, aber schlussendlich, wo ich es mitbekommen habe mit der Zeitung, dass Magnus Becker nach Neuhausen gewechselt ist, war für mich eigentlich der Schritt nach Pfullingen klar. Da kam auch kurze Zeit später die Anfrage von Pfullingen und da musste ich eigentlich nicht lange rum überlegen, ob ich was mache. Ich bin 20 Jahre alt, bin gerade Student in Ludwigsburg. Meine Positionen sind sowohl im Rückraum als auch auf Linksaußen, also bin flexibel einsetzbar und ja, bekannt in Pfullingen. Daniel Prag, nach langer Zeit wieder zurück in Pfullingen, zuletzt aufgestiegen mit dem TV Plochingen. Wie kam es jetzt dazu, dass du jetzt hier beim VfL das Kommando übernimmst? Na gut, ich habe im November für mich selber entschieden, dass ich nach 6,5 Jahren in Plochingen reif bin für eine neue Aufgabe. Ich habe damals gesagt, dass ich in Plochingen nicht weitermachen werde. Und dann ist der Hertie Ende Dezember auf mich zugekommen, dass der Freddy Griesbach und er sich nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen konnten. Und ja, dann ging eigentlich alles recht schnell. Ich war heiß drauf, die Aufgabe in Pfullingen anzunehmen und bin jetzt froh, hier zu sein. Genau, der Jörg Hertwig, der sportliche Leiter. 3 Neuzugänge habt ihr, wobei der Manuel Bauer ja schon hier gespielt hat in der zweiten, mit Nikolas Groß und mit Lukas Fischer. Vielleicht 2, 3 Sätze zu dem Trio. Guter Manu Bauer kommt aus dem Verein, hat hier sein ganzes Leben verbracht, ganze Familie eng verwurzelt mit dem Handball. Didi, mein Zweitmannschaftstrainer, das heißt eng am VfL dran. Nikolas konnten wir aus Neuhausen für uns gewinnen, hat dort letztes Jahr leider den Klassenerhalt verpasst mit Neuhausen, hat sich dort die Spielanteile geteilt, ist sicher ein junger, entwicklungsfähiger Torhüter, der sicher seine besten Zeiten noch vor sich haben wird, weil er einfach über die Erfahrung immer besser wird. Und mit Lukas Fischer konnten wir den Torschützenkönig vom letzten Jahr aus der BWOL gewinnen, mit dem ich jetzt ein Jahr zusammen gemeinsam in Plochingen erfolgreich gearbeitet habe. Und ja, ich freue mich eigentlich auf alle 3. Was soll man denn für einen Handball erwarten? Jetzt ist zwar noch früh in der Vorbereitung, du stehst ja für eine bestimmte Philosophie auch. Auf was dürfen sich die Zuschauer in der kommenden Saison hier in der Abhalle freuen? Zunächst mal hoffe ich auf einen erfolgreichen Handball. Das wäre mir ganz recht. Es sind aber die häufig identischen Attribute, die Handball erfolgreich machen. Das heißt, wir wollen in der Abwehr tatsächlich mit der nötigen Portion Aggressivität rangehen und versuchen, den Gegner in viele Foulsituationen zu verwickeln. Und im Angriff wollen wir über ein flüssiges Passspiel genau das verhindern und dort dann über Nahdistanztore zum Erfolg kommen. Was hat es mit diesem Kürzel KISS auf sich? Ja, das ist so ein bisschen meine Trainerphilosophie, nach der ich so ein bisschen vorgehe. Das heißt, KISS steht für Keep it simple and stupid. Das heißt, ich versuche es meistens so einfach wie möglich zu halten. Selber als Spieler weiß ich, dass es manchmal, wenn man zu viele Informationen hat, auch nicht allzu einfach wurde. Das heißt, dass wir versuchen, es einfach und stupide zu halten. Und bisher bin ich damit gut gefahren. Vielleicht kann ich meine Philosophie aber auch noch ein bisschen abändern oder ein bisschen erweitern. Ihr habt das Trainerteam neu aufgestellt, jetzt nach einem Jahr Freddy Griesbach, mit dem Daniel Prag, einen alten Bekannten hierher geholt, mit dem Michael Vielgratner als Torwarttrainer, ein richtiges Pfullinger Urgestein. Was hat euch dazu bewogen, diese Entscheidung so zu treffen? Da sind wir stolz drauf. Da sind wir stolz drauf, dass wir mit dem Daniel Prag, der irgendwo so Pfullinger Wurzler hat, auch durch seinen Vater, dann auch durch sein Zweitspielrecht damals in Pfullingen, so einen Mann gewinnen zu können.
Dazu dann aus den eigenen Reihen mit dem Michi Filkramer als Torwarttrainer, der in Pfullinger Handballspiele gelernt hat, der hier groß geworden ist, jetzt zurückkommt zum Handball und wirklich seine Erfahrung, seine Bundesliga-Erfahrung mitbringen kann. Einen Nachwuchstrainer, Tobi Stoll, der aus der Jugend rauskommt, der letztes Jahr auch Jugendbundesliga trainiert hat. Für ihn eine ganz tolle Möglichkeit, in diesem Trainerteam dann auch jetzt wirklich sich auch nochmal einen Schritt weiter zu entwickeln. Und mit dem Tobi Fluka als Athletiktrainer, der letztes Jahr einen sensationellen Job gemacht hat, haben wir wirklich ein Trainerteam. Beste Voraussetzungen für die Mannschaft und für eine tolle Saison. Genau, und die Mannschaft bleibt soweit zusammen. Ihr habt drei Neuzugänge, wobei der Manuel Bauer ja schon dabei war und auch schon gespielt hat in der Mannschaft. Also Kontinuität, so ein bisschen das Zauberwort, was das Team betrifft? Absolut. Und auch so die Philosophie, die wir weiterfahren, dass wir haben zwei junge, erfolgreiche Spieler aus der Region verpflichten können mit dem Lukas Fischer, mit dem Nikolas Groß. Der Kader bleibt weitestgehend stabil, konnten jetzt mit der Verpflichtung von Lukas Fischer also im Rückraum wirklich den Konkurrenzkampf nochmal ankurbeln. Ist gut für jeden Spieler, bringt ihn weiter und haben Alternative im Rückraum, hoffen auf den Robin Kolb, der eventuell im Oktober, November nochmal dazustoßen kann, wenn alles jetzt in seiner Rehabilitation gut verläuft, und haben damit einen stabilen Kader, wo wir, glaube ich, hier Spaß haben können in der Abhalle nächstes Jahr. Wie vor jeder Saison steht natürlich die Frage nach den Saisonzielen an. Die haben wir natürlich auch gestellt. Man fragt natürlich vor der Saison, was so ein bisschen die Ziele sind, zumal es ja ein bisschen skurril ist mit viermal Platz 11 hier für den VfL. Da darf es natürlich ein bisschen mehr sein. Ja, ein bisschen mehr ist tatsächlich. Wir sind jetzt 2,5 Wochen in der Vorbereitung. Es ist brutal früh, um jetzt Ziele abzustecken. Ich kenne weder die Liga, noch kenne ich meine Mannschaft so gut, dass ich das im Vergleich zu den Konkurrenten wirklich einschätzen könnte. Ich glaube, wir sind in den ersten 2,5 Wochen ganz gut vorangekommen. Es sind aber auch ein paar Baustellen, wo ich sage, da haben wir schon noch einiges zu tun, wenn ich zum Beispiel an das Thema Passqualität denke. Für mich ist so ein weiches Ziel eigentlich wichtig. Ich will, dass wir alle wieder Bock drauf haben. Ich hatte das Gefühl, oder so wurde es mir zugetragen, dass es sich jetzt so ein bisschen zuschauermäßig auch zurückentwickelt hat. Ich hoffe, dass wir eine Euphorie auslösen und dass einfach Leute kommen und sagen, hey, die Mannschaft hat Bock, das Trainerteam hat Bock, und dann haben auch wir wieder Bock. Kurz noch zum Robin Kolb, der ist langzeitverletzt, mal wieder leider. Wann dürfen wir mit ihm rechnen? Robin hat jetzt die zweite oder dritte schwere Knieoperation gehabt, hat sich, nachdem er 4 Wochen nur gespielt hat, wieder zum zweiten Mal das Kreuzband gerissen im gleichen Knie. Man muss jetzt abwarten, wie lange seine Reha dauert. Wir werden ihm da genau die Zeit geben, die er eben braucht. Das heißt, Robin ist so leistungsambitioniert und professionell, dass er alles dafür geben wird, schnellstmöglich wieder aufs Parkett zurückzukehren. Andererseits werden wir ihn jetzt auch nicht drücken, dass er dazu zu früh irgendwie kommt, sodass es von der Ausgewogenheit passt. Das heißt, dass er in dem Moment wieder aufs Feld kommt, wenn es dann eben auch medizinisch und auch persönlich passt. Ja, unser Ziel ist einfach, ein geiler Handball zu spielen. Und ja, mal gucken, was mit der Tabelle ist. Aber angestrebt sind schon unter den ersten Tabellenplätze halt, und nicht eins, sondern einstellige Tabellenplatz. Mit Michael Vielgradner, ein VfL-Urgestein als Torwarttrainer, macht Spaß. Es macht auf jeden Fall Spaß. Der hat einige Trainingsminuten da, wo ich davor noch nicht kannte. Aber es macht definitiv Spaß, und wir sind mit Druck dahinter. Und das ist auch nicht so mit viel Spaß, sondern es ist schon anstrengend, das Torwart. Wir Heimspielen in der Abhalle immer was Besonderes, immer richtig viele Zuschauer. Ja, ich kenne es ja auch von den Jahren in Neuhausen. Also ich habe ja 2-mal hier spielen dürfen, und die Halle, die geht echt ab. Also ich freue mich auf die Kulisse, und die Fans sind echt Bombe. Genau, als Urpfullinger kennst du natürlich das ganze Umfeld, die Halle und auch das Team schon von letzter Runde. Was ist denn drin in der neuen Saison? Wie vorher bereits vom Trainer gesagt, können wir jetzt in der Vorbereitung noch über keine Ziele sprechen. Ja, persönlich für mich als Ziel ist persönliche Weiterentwicklung, Spielpraxis in der dritten Liga und ein sehr gutes Training genießen dürfen unter dem Dani. Genau, neuer Trainer mit dem Daniel Brag. Die ersten Tage habt ihr schon verbracht, das passt? Ja, sehr gut. Ja, was sind denn so ein bisschen die Ziele? Es war noch früh in der Vorbereitung, aber der VfL, die letzten 4 Jahre, wie schon öfter erwähnt, auf Platz 11, da darf es ein bisschen mehr sein heuer. Richtig. Ich kenne die meisten Jungs schon auch persönlich. Man hat sich auf der Platte schon öfter gesehen, auch privat mal getroffen. Dani kenne ich jetzt intensiv aus einem Jahr von Plochingen. Nicht nur auf der Platte, sondern auch neben dem Feld. Ein großer Typ. Und jetzt 4-mal Platz 11, und wir arbeiten daran, dass mehr geht. Hoffentlich einstellig. Du hast schon erwähnt, du hast unter Daniel Brag schon gearbeitet. Auf was dürfen sich die Spieler, auf was dürfen sich die Zuschauer von Handball freuen jetzt in der neuen Saison?
Dani sagt schon immer klare Ziele voraus. Also der Dani will einen einfachen Handball spielen, der aber trotzdem erfolgreich ist. Der Dani, ihm ist wichtig, viel Laune in die Mannschaft zu kriegen, dass die Stimmung stimmt. Und ich glaube, das macht auch viel aus. Und wenn die stimmt, dann ist das schon mal eine gute Grundlage. Und auf einer guten Stimmung kann man viel, viel aufbauen. Wo soll ein bisschen die Reise hingehen? Ein paar Plätze besser und ein paar Zuschauer mehr? Kann man so ein bisschen salopp formulieren? Ja, es hat sich so in der letzten Saison gezeigt, dass wir im vierten Jahr, dritte Liga, da schläft so das eine oder andere auch ein. Da ist so die erste Begeisterung mal weg. Da sind doch die Gegner sind häufig gleich. Das ist jetzt auch ein Ziel zu formulieren, wollen wir jetzt noch gar nicht machen. Natürlich geht der Blick nach vorne, das haben wir uns auch ganz klar positioniert. Aber ob wir nächstes Jahr Platz 7, 8, 9 oder noch weiter nach oben angreifen. Erstes Ziel ist, hier einen tollen Handball zu spielen. Im Trainingsauftakt in Metzingen war ich mit dem Dani Back, mit der Mannschaft, der gesagt hat, das erste Ziel ist erst einmal Bock miteinander zu haben, miteinander Handball zu spielen. Und wenn wir hier einen tollen Handball spielen in der Abhalle, dann wird die Zuschauerzahl, da bin ich überzeugt davon, auch wieder ansteigen. Und dann wird man sehen, wo wir landen werden. Aber wir sind überzeugt, dass wir einen Schritt nach vorne machen können. Wie groß der ist, wollen wir mal noch abwarten. Okay, dann schauen wir mit. Vielleicht noch ein Satz zu. Ihr konntet das ganze Sponsorenumfeld auch halten und vielleicht noch ein bisschen weitergedacht. Ich meine, der VfL Pfullingen als ehemaliger Erstligist, Stichwort zweite Liga, oder ist das jetzt einfach zu weit weg? Nein, da sind wir jetzt so weit weg. Wir haben, denke ich, in Pfullingen hervorragende Voraussetzungen. Wir haben uns finanziell solide aufgestellt. Wir haben uns von der Abteilungsleitung, der gesamte Vorstand, neu aufgestellt. Wir haben jetzt sportlich wirklich eine tolle Truppe. Es ist kein Geheimnis, dass der Schritt in die zweite Liga Geld kostet. Und wenn wir Partner finden, die mit uns mittelfristig über 3, 4, 5 Jahre diesen Weg gehen wollen, dann gehen wir diesen Weg mit. Dann wird man nicht sagen, nee, wir gehen den Weg nicht. Aber das ist mittlerweile in der zweiten Liga, haben wir fast Profitum. Und da müssen wir Geld in die Hand nehmen. Wir werden kein Risiko gehen und einen Schritt machen, der uns dann am Ende eventuell leid tut, dass wir ihn getan haben. Aber mit leistungsfähigen, begeisterte, finanzstarke Partner könnten wir mitgehen. Okay, dann wünschen wir jetzt eine gute Vorbereitung dem ganzen Team, ums Team, euch allen natürlich wie immer. Wir werden es begleiten und dann guter Start ist ja noch ein bisschen hin. Ja, alles Gute für die Saison. Vielen Dank, freuen wir uns drauf. Dankeschön. Am Wochenende steht ein Trainingslager in Großwallstadt an und das erste Saisonspiel steigt am 24. August. Ja, und zwar ausgerechnet beim TV Plochingen. Da war Brack 6 Jahre Trainer und feierte gemeinsam mit Lukas Fischer den Aufstieg. Erstes Saisonspiel gleich in Plochingen. Ja, das hat ja was. Definitiv hat es was. Ob es jetzt das 5. oder 6. Spiel ist, es wird was Besonderes sein. Jetzt ist das erste, natürlich komische Situation, aber da steigt auch die Freude dann noch mal mehr auf das erste Saisonspiel. Zum Abschluss, es geht zum Auftakt gleich nach Plochingen. So willst der Spielplan Ende August, aber gut, ihr müsst gegen die E-Bay zweimal ran. Ja, stimmt. Ich war auch etwas überrascht, als ich den Spielplan gesehen habe. Unter gefühlt 300 Spielen ausgerechnet gegen den alten Verein zu spielen, wo man noch viele Beziehungen natürlich hat, viele Freundschaften noch sind, auch mit dem neuen Trainerteam einen guten Kontakt hat. Das ist natürlich schon was Besonderes, da brauche ich auch nicht irgendwie sagen, ah, es ist ein Spiel wie jedes andere. Natürlich ist es was Besonderes, speziell auch am ersten Spieltag. Aber dennoch, wir müssen zweimal gegeneinander spielen, dann ist eben am ersten Spieltag der Fall. Daumen hoch für eine erfolgreiche Runde. Das erste Heimspiel steht am 31. August gegen die zweite der Rhein-Neckar-Löwen an. Das war's vom Sport. Ihnen eine gute Woche.